herzlich willkommen! Ich zeige euch heute ein wunderbares neues Tool. Wir haben unsere komplette Jugendetage digitalisiert und ihr dürft sie nutzen. Und wie geht das Ganze? Na, das zeigen wir euch jetzt. Als erstes braucht ihr einen PC oder einen Laptop. Und ihr braucht Google Chrome oder Mozilla Firefox, denn darüber läuft diese Seite GatherTown am besten. Wir öffnen mal Google Chrome. Das sieht dann so aus. Dort geben wir unseren Link ein und dann wählen wir uns ein. Ihr werdet nach eurem Namen gefragt, ihr werdet vorher auch nach einem Passwort gefragt. Das Passwort könnt ihr natürlich bei Creo erfragen, aber jetzt erstmal allgemein, wie man dieses Tool nutzt. Wir können das Video und das Mikrofon anschalten, Hallihallo und der ganzen Sache beitreten. Und schon seid ihr in unserer virtuellen Jugendetage. Hier seht ihr mich, das ist meine Figur. Eigentlich, wenn ihr zum ersten Mal da seid, werdet ihr spawnen und zwar erscheinen vor der Tür. Und ganz kurz, hier unten in der Leiste seht ihr euren Charakter. Den könnt ihr verändern, indem ihr da ganz oft durchklickt, könnt ihr vom Rollstuhlfahrer, also hier ist wirklich alles bei. Ich suche jetzt mal meinen lieben, wunderbaren Schneemann raus, falls ich ihn finde. Ihr könnt euch natürlich so anpassen, wie ihr wollt. Na gut, dann gehe ich jetzt mal als dieser verehrte Herr hier herum. Dann könnt ihr auf euren Namen klicken. Dort könnt ihr die Video-Settings ändern, einen Status eintippen, euren Namen vielleicht nochmal verändern oder euch auf einer riesigen Karte auch nochmal ganz zurücksetzen oder auch ausloggen. Und die anderen Zeichen sind gar nicht so relevant hier unten. Eine Minimap, Screensharen, Handheben, das ist nicht so relevant. Dann links außen habt ihr eine Leiste. Dort habt ihr einmal die Personenleiste. Wer ist denn gerade alles da? Oh, okay, ich bin alleine, sehe ich dann direkt. Und ihr habt einen Chat. Alles klar, hier können wir miteinander schreiben. Wäre noch jemand da, würde der hier erscheinen. Sonst kann ich den Leuten, die nah an mir dran stehen, schreiben. Oder allen, die generell hier unten sind. Der Rest hier an der Seite ist nicht relevant. Und rechts unten, da seht ihr mich. Hallo, ich winke in die Kamera. Und dort könnt ihr auf das Kamerasymbol klicken. Dann wäre mal die Kamera aus. Oder auch natürlich das Mikrofon deaktivieren, dann rede ich weiter und dann hört man nichts, wenn das Mikrofon deaktiviert ist. So, jetzt aber zu der großen, runden Map. Und hier seht ihr mich. Ich stehe hier draußen und kann jetzt meinen Charakter durch den ganzen Raum wandern, mit den Cursor-Tasten links, rechts, hoch, runter. Was finden wir? Hier draußen haben wir jeweils so Zweiergrüppchen. Und das Schöne an diesen Zweierplätzen ist, wenn ich mich auf diesen Stuhl setze und mein Partner auf diesen Stuhl, ploppen nur diese beiden Videokonferenzfenster auf und nur wir zwei können uns unterhalten. So sind diese Stühle eingerichtet. Selbst wenn jemand direkt daneben steht, kann er diesem Gespräch nicht beiwohnen. Währenddessen, wenn man sich auf Fluren trifft und großen Flächen, dann kann man so ein, zwei, drei Felder auseinanderstehen, aber es ploppen oben, hier oben dann die anderen Fenster der anderen Leute auf, die sich um die Umgebung mitbewegen. Ganz neu hier drin, auf diesem kleinen Button könnt ihr, und das seht ihr ganz unten, Press X to View Message. Dort könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr an einem Mentimeter-Gebet teilnehmen. Euer Gebet dort reintippen. Und dann einfach wieder X drücken, um das zu beenden. Wir können die Jugendetage betreten. Oh, hier sieht man, da ist in der Tür ein Bild integriert. Auch hier könnten wir mit X das Ganze aktivieren. Dann ist hier ein Whiteboard, auf dem man draufschreiben kann, der Gottlieb Playraum. Hier gibt es einmal ein Google Doc, wo man ein paar Wünsche hinterlassen kann. Auch hier die roten Sofas sind Vierergruppen. Nehmt direkt auf den Sofas Platz und ihr könnt nur zu viert miteinander reden. Wer auf dem Tisch oder drumherum steht, kann nicht dabei sein. Hier nochmal ein kleines Zweiergespräch und nochmal ein Vierer. Und an diesen Fenstern sind jeweils verschiedene Videos eingebettet. Hier könnt ihr euch die aktuellen Sonntagsgottesdienste von Frank anschauen. Im nächsten Raum finden wir einen großen Pokertisch. Auf den weißen Stühlen nehmt ihr Platz und seid dann eine geschlossene Gruppe von 10 Personen, die das in der Mitte angezeigte Pokerspiel starten können. Hier haben wir nochmal einen Dreierplatz, natürlich wieder ein paar Videos hinter den Fenstern und ein paar News-Dokumente, die man sich auch anschauen kann. Auch hier könnte ich jetzt sagen, alles klar, interessiert mich und dann ist immer wieder X gefordert, steht ja auch unten, ihr drückt X und es öffnet sich das Dokument. Das dauert manchmal länger, manchmal weniger lang, das dauert jetzt verdammt lange, aber hier ein paar aktuelle News, die man hier immer wieder abrufen kann. Zack, wieder raus.
Ich zeige euch auf die Schnelle noch mehr. Wir haben unsere Klos und hier kann man. Oh, ich bin auf dem Damenklo. Darf ich das? Nein, natürlich dürftet ihr das, aber ich gehe jetzt mal ganz förmlich auf das Männerklo. Wir haben ein kleines Whiteboard hier hinterlassen. Hier darf man natürlich hinpinnen und hinschreiben, was man möchte. Es ist wie auf jedem anderen Klo auch. I was here. Wer stinkt? Keine Ahnung. Hier ist die Gebetswolke. Die Gebete, die ihr draußen reingetippt habt, könnt ihr hier auch aktivieren und kriegt dann die Gebetswolke angezeigt mit den Anliegen, die euch beschäftigen. Im Bandraum gibt es hier die größere Zone. Es gibt ein kleines Sudoku, weitere Videos vor den Fenstern. Wenn ihr so ein Video angucken wollt, drückt X, dann seht ihr, dann ploppt es auf. Sagt alles klar, ich will es mir angucken und dann könnt ihr euch dieses Video in Gänze oder in Kürze reinziehen. So, ich zeige euch ganz schnell noch diesen Raum. Hier auf diesen Plätzen, selbst auf den Tischen, könntet ihr hier Platz nehmen und alle zusammen scribbeln. Hier an dieser Bank könnt ihr eine Runde Set spielen. An diesem Dokument ein paar Ideen und Wünsche hinterlassen. Hier habt ihr nochmal einen Viererplatz. Nur die vier Personen, die auf den Stühlen sitzen, können dann in einer Videokonferenz miteinander reden. Genau dasselbe hier und hier auf den Vierersofas. Und ihr seht, da ist auch ein Spiel eingebettet, nämlich Siedler. Und auch hier oben haben wir weitere coole Videos. Poppen alle gerade unten links auf. Kann man einmal kurz sehen, das Bild. Gucken, ja, will ich es mir angucken oder nicht. Und jetzt kommt noch das nächste große Highlight. Wir bauen nämlich weiter unser Gemeindehaus. Und zwar hier geht es ja eigentlich ins Treppenhaus. Und ihr seht, wenn ich hier rüber drücke, also bis ans Ende rangehe, ploppt dieses weiße Fenster auf, das mir ansagt, mit Enter kann ich den Raum wechseln. Und hier könnte man jetzt und kann man in die Johanneskirche obere Etage rein. Die ist noch nicht ganz fertig, wie ihr seht. Sie wird gerade eben erst gebaut. Auch dafür wird dann ein Passwort angefragt. Auch das müsstet ihr anfragen bei mir, Mike Vosswinkel oder vielleicht auch einfach bei Creo. Die Infos werden wir euch alle verlinken, wo ihr an das Passwort drankommt. Ja, das Ganze ist mit 25 Personen zeitgleich nutzbar. Das hier wird dann noch die schöne Kirchenetage oben. Und auch hier kann man wieder runtergehen und die Etage verlassen. So, das war Gathertown in der Kürze. Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch an Mike Vosswinkel, vosswinkel@creo.de. Alle Infos werden noch mit beigesetzt. Viel Spaß und ja, es braucht am Anfang ein kleines bisschen. Manchmal hängt sich auch auf, dann refresht ihr einfach einmal das Ganze und dann läuft es eigentlich wieder flüssig. Soweit, so gut. Probiert es aus, nutzt es, habt Spaß damit. Wir heißen euch immer herzlich willkommen. Auf Wiedersehen!